Morgen Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Heute nehme ich mal wieder draußen auf Ehrenbasis. Bevor das Video losgeht, lasst gerne ein Abo da mit Glocke, kommentieren und bewerten, nichts vergessen. So, dann fange ich jetzt mal an. So wie ihr schon im Titel lesen könnt, wurde ich von einer Lehrerin gemobbt in der Grundschule. Ich war erste, zweite in der Grundschule in Bayern, hatte ich eine Lehrerin, dann habe ich Grundschule gewechselt, dann sind wir halt umgezogen nach Baden-Württemberg. Ich war Grundschule erste, zweite Klasse in Bayern. Dann nach Baden-Württemberg sind wir hingezogen und dann musste ich da in der Grundschule gehen. Dann bin ich da in die Grundschule reingegangen und dann hatte ich da eine Lehrerin, die war direkt schwanger, Digga, kann man machen. Die fängt neu an und ist nach 2 Monaten direkt schwanger. Kann man machen, dann kriegt man das volle Gehalt. Okay, stabil. Und dann haben wir, dann sind halt sehr viele Unterrichtsfächer ausgefallen, hin und her, bla bla bla. Und dann haben die irgendwann mal eine Vertretungslehrerin gekriegt. Ich glaube, das ist eine Einstiegslehrerin gewesen, und wie man das nennt. Und dann hatten wir die als Lehrerin. Die hatte direkt am Anfang direkt gegen mich was. Direkt gegen mich. Die hatte gegen mich was. Zum Beispiel kann man was erzählen, wir hatten Sportunterricht, jeder beleidigt sich so gegenseitig, außer die Mädchen, sagen wir die Jungs, also unter die Freunden haben wir uns so gegenseitig beleidigt, die sagt nichts, gell, gar nichts. Ich sag zum Freund, ich sag jetzt mal seinen Namen nicht, ich sag mal Tim, und hab zu denen gesagt, du Opfer, weißt du was macht, die schreit mich an, Digga, die schreit mich an, wo ich nur Opfer zu ihnen gesagt habe, wo er auch nur Spaß war, die haben dann alle mich ausgelacht oder halt gelacht darüber, und dann müsste ich zum Rektor, ja Rektor, also zur Rektorin hingehen und habe eine Hausordnung gekriegt, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, also ein Strafzettel, und muss die ganze Zeit abschreiben und konnte dann Sportunterricht auch nicht mitmachen, nur wegen des Wort Opfer. Danke, du hast es geschafft, ja. Das war die beste Lehrerin, die hatte halt Anfang direkt gegen mich was, Digga. Dann kann ich noch mal was erzählen. Wir haben ein Diktat geschrieben, das waren dann 60, 70 Wörter insgesamt. Ich hatte 13 Fehler. 13 Fehlern von 60, 70 Wörtern. Das schreibt mal in die Kommentare in der Grundschule, welche Note es wäre. Erratet mal, welche Note ich gekriegt habe. Note 6. Da kann ich mich genau erinnern. Da habe ich zu Hause richtig Stress gehabt wegen der Note. Ja, ich habe eine Note 6 gehabt von 13 Fehlern. Also 13 Fehlern von 60, 70 Wörtern. Niemals kann ich da eine 6 haben. Und ich kann mich da genau 101% erinnern. Die andere, zum Beispiel eine andere, ich glaube, das war eine Sie, ich weiß es jetzt nicht mehr, die hatte 8 Fehler. Oder es war sogar ein R. Ist ja scheißegal, die hatte 8 Fehler. Das sind 5 Fehler weniger. Und die kriegt eine 3. 2 bis 3. Oder, ja, es war eine 2 bis 3 oder eine 3. Eins davon, 2 bis 3 oder 3. Und ich krieg eine 6 und habe 13 Fehler. Und die hat aber 5 Fehler weniger und kriegt eine 3. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Und ich krieg eine Note 6, Digga. Wir haben so viel dann gemacht. Ich habe da meine Eltern gesagt, die behandelt mich ungerecht, bla bla bla. Die haben es mir aber da eigentlich zu sagen noch nicht geglaubt. So, die hatten ein Gespräch mit denen. Die Lehrerin dann labert irgendeinen Scheiß und die glauben das. Und mir haben sie nicht geglaubt. Ich habe in der Grundschule durch die nur 6er und 5er geschrieben. Diktat hätte ich eine 3, das hätte eine 3 oder 3 bis 4 sein müssen. Ich habe auch meinen Lehrer gefragt in der Abschlussklasse, wo also den Lehrer, den ich als letztens hatte, habe ich das genau selber erzählt. Er hat gesagt, es hätte keine 6 sein müssen, hätte eine 3 bis 4 sein müssen und eine 3. Digga, und ich krieg eine 6. Die hat mich nur angeschrieben, die hat mich die ganze Zeit beobachtet. Wenn ich mal zum Beispiel was wusste, dann hat sie mich nicht dran gemeldet. Wenn ich nichts wusste, dann hat sie mich direkt dran gemeldet. Wenn ich reinrufe, direkt Hausordnung. Wenn der Kollege reinruft, keine Hausordnung. Die Lehrerin hat mich damit gemobbt. Und keiner hat mir geglaubt. Keine Lehrerin, niemand. War eine ganze Zeit gegen mich. Eine ganze Zeit war die gegen mich. Zum Beispiel, ich hatte mit einem Schüler Stress. Sie war direkt für den anderen Schüler nicht. Also die hat nicht mal meine Seite angehört. Warum Stress? Einfach direkt Strafe für mich. Und er hat keinen Ärger gekriegt. Ihr wisst gar nicht, wie oft die gelacht haben, weil ich die ganze Zeit Ärger gekriegt habe. Oft ohne Grund. Das wisst ihr gar nicht. Fragt sich selber. Das ist einfach, sorry, es ist lächerlich. Diese Dame
Und kein Mensch, wie gesagt, hat mir nicht geglaubt. Und wisst ihr, wie scheiße das ist? Das ist so eine... Die Frau hat mir ganz viel versaut. Glaubt mir, ganz viel. Jetzt bin ich wieder Level ab. Jetzt geht's wieder auf. Aber die Frau, die hat... Ich weiß nicht, warum die was gegen mich hatte. Diese Frau ist regelrecht Baller, Baller. Und das Schlimme ist, ich hatte sie in so vielen Fächern. Englisch hatte ich sie, in Deutsch, Mathe hatte ich sie ab und zu, in Werken hatte ich sie. In Sport hatte ich sie. Ich hatte die in so vielen Fächern. In Schwimmen hatte ich die. Ab und zu gab es, glaube ich, auch Schwimmunterricht. Weiß ich jetzt gerade nicht oder ich verwechsel es gerade. Ich hatte die halt auch noch in so vielen Fächern. Das war einfach eine dumme Lehrerin, die was gegen mich hatte. Dann nochmal einen fetten Applaus an dich. So, das war's jetzt mit dem Video. Ein bisschen Real Talk. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Na, ich wollte noch was sagen. Wenn eine Lehrerin was gegen euch hat oder ein Lehrer, dann habt ihr regelrecht verkackt. Dann gebe ich euch einen Tipp, weil ihr habt regelrecht verkackt. Dann empfehle ich euch eins, wechselt die Schule. Ihr habt keine Chance, wenn eine Lehrerin gegen euch was hat. Ist eine Beamte. Die hatte was gegen mich. Ich hätte eigentlich direkt Schule wechseln müssen. Diese Lehrerin, wie gesagt, die hatte was gegen mich. Noch als kleiner Tipp, vielleicht wenn eine Lehrerin auch Auge auf euch macht oder ein Lehrer.